Und da sind wir auch schon wieder zurück mit der Rheinzeit, liebe Zuschauer, am Donnerstagabend. Bald ist es wieder soweit. Es darf geschunkelt und gebützt werden in der Domstadt. Und damit besonders bei Letzterem nicht gleich alle Viren und Bakterien auf einen überspringen vom Bützpartner, müssen wir uns irgendwie schützen. Und das funktioniert am besten mit dieser kleinen Vitaminbombe. Und um die soll sich heute im Obst- und Gemüsetipp bei uns auch alles drehen. Und wie immer begrüße ich bei uns im Studio natürlich auch Peter Zenz, heute wieder mit dabei. Peter, das, was ich gerade gesagt habe, stimmt eigentlich alles, ne? Wer viele Zwiebeln isst, der spart sich quasi den Weg in die Apotheke, oder? Genau. Zwiebeln sind so voller Vitamine, Nährstoffe und gesunder Sachen, dass sie also für vieles richtig gesund sind. Sie sind fürs Herz schonend, sie sind insulinähnlich, haben sie eine Wirkung, also Blutzuckerspiegel senkend. Man kann sie gegen Insektenstiche verwenden. Sie haben eine krebshemmende Wirkung und eben so ein Cocktail an Vitaminen und gesunden Nährstoffen wie nichts anderes. Genau, Insektenzeit geht auch bald irgendwann wieder los. Wie funktioniert das? Eine Zwiebel einfach aufschneiden und ab auf den Stich, sobald man merkt, es juckt? Genau, auf den Stich und das ein bisschen einreiben. Und so nach 5 Minuten sollte dann das Jucken aufhören. Und auch meistens die Schwellung, die normal nach dem Stich kommt, sollte dann gar nicht erst entstehen. Das Thema der heutigen Sendung ist ja die Zwiebel, der gesunde Scharfmacher. Ja. Die Zwiebel ist eigentlich auch aus jedem Rezept heutzutage nicht mehr wegzudenken. Ne? Gehört zu jedem Gericht dazu. Scharfmacher deswegen, weil es einfach eine super Würzung ist. Ne? Genau, man riecht es ja hier im Studio. Die Zwiebel hat ätherische Öle drin und eine ganze Menge an Würzstoffen. Und die sind das Salz in der Suppe sozusagen bei vielen, vielen Gerichten. Man muss nur aufpassen, dass man die Zwiebel auch vernünftig zubereitet. Das heißt zum Beispiel, wenn man Bratkartoffeln macht, nicht die Zwiebeln direkt mit reinschmeißen. Weil wenn die verbrannt sind, dann schmecken sie gar nicht mehr gut. Da muss man ein bisschen aufpassen. Goldbraun und glasig dünsten, dann sind sie richtig lecker. Wenn sie dann irgendwann schwarz sind, dann eben nicht mehr. Eigentlich gehören die Zwiebeln ja zu den Liliengewächsen. Ja. Ne? Weiß auch wahrscheinlich der ein oder andere eher nicht. Rot und Weiß kennt man sofort. Mhm. Was gibt es sonst noch für Sorten? Das ist ja wirklich sehr vielseitig. Ich habe wieder einen ganzen Cocktail mitgebracht. Ja. Am meisten verwendet werden ja die Haushaltszwiebeln. Mhm. Das sind die normal scharfen, die eben auch nicht so groß sind und prima für jedes Gericht sind. Die Schalotten haben eine spezielle Würze nochmal, sind weniger scharf und auch bekömmlicher. Mhm. Auch die roten Zwiebeln geben nicht nur eine tolle Farbe in jedes Gericht, sondern sind auch etwas milder. Und dann gibt es eben noch Perlzwiebeln zum Einmachen, die grünen Lauchzwiebeln, wo man das Grün mit eben verbraucht, zu den Frühkartoffeln demnächst wieder oder auch in den Salat sind die sehr, sehr lecker. Und da gibt es eben eine ganze Vielfalt an Zwiebeln und da muss man immer zu jedem Gericht entscheiden, was man nimmt. Und besonders sind auch hier diese Roßkopfzwiebeln zum Beispiel. Das ist eine Zwiebel, die sehr, sehr mild ist, weil die scharfen Zwiebeln verträgt auch nicht jeder so gut. Mhm. Das ist was ein Tipp für jemanden, der also da ein bisschen empfindlich ist mit dem Magen, der kann das ist die mildeste Zwiebel überhaupt, die man also auch roh essen kann, wogegen normale Haushaltszwiebel immer gekocht sein sollten, weil sie eben man sonst nachher entweder aufstoßen oder ähnliches, die immer noch über den Tag überspürt. Nee, um Gottes Willen. Ja, kommen wir doch mal zur Zubereitung. Mhm. Wichtig ist, glaube ich, dass man die Zwiebel wirklich erst kurz vor ihrem eigentlichen Einsatz schält, ne? Weil sonst gehen die Inhaltsstoffe direkt verfliegen quasi alle. Ja, die Inhaltsstoffe verfliegen und wer kennt es nicht, Zwiebel schälen, Augentränen. Ja, und, was macht man denn dagegen? Ja, es gibt also eine ganz brutale Methode, das ist die Wäscheklammer einfach auf die Nase. Aber das tut weh, das wollen wir nicht. Deshalb empfiehlt sich einfach zweierlei. Zum einen sollte man nicht direkt mit den Augen drüber sein. Ein bisschen Abstand, also ruhig, wie ich das jetzt hier habe, so ein bisschen weiter weglegen das Ganze. Dann kann man die Zwiebel und das Brett auch nass machen. Mhm. Dann sammeln sich diese Dämpfe eher auf dem Brett, anstatt dass sie direkt hochgehen. Okay. Und ich habe es hier vorbereitet, die Zwiebel, also nicht einfach querbeet Kamikaze würfeln, sondern dass man die Zwiebeln mit dem geschnittenen Ende erstmal liegen lässt und dann eben Stück für Stück einschneidet. Das heißt, die Zwiebel bleibt noch zusammen und erst wenn man sie dann nachher auseinanderbricht, gehen die Dämpfe hoch. Und wenn man das Messer dann noch zwischendurch feucht macht oder das unter der Spüle macht, dann bleiben eben diese eigentlich sehr gesunden Dämpfe eben niedrig und bei der Zwiebel. Und dann kann man auch schneiden, wir merken es. Hier. Was ich mal gehört habe, ist Wasser in den Mund nehmen. Hast du das mal gehört? Genau, auch geht das. Auch, oder durch den Mund atmen. Deshalb eben auch die Wäscheklammer. Weil eben, wenn durch die Nase die Dämpfe aufsteigen, dann sie eben auch in den Augenhöhlen ankommen. Und wenn man durch den Mund atmet und der Mund feucht ist, dann geht es direkt in den Magen runter und nicht hoch zu den Augen. Wenn nichts mehr geht, einfach Taucherbrille beim Kochen anziehen. Auch eine gute Idee. Wie sieht's aus mit der Lagerung? Wo packe ich die Zwiebeln am besten hin zu Hause? In den Kühlschrank oder in den Keller? Nicht. Zwiebeln am besten irgendwie in ein Tongefäß. Das vertragen sie sehr,
sehr gut. Oder ein Leinsäckchen. Sie müssen trocken sein. Mhm. Bitte nicht in Plastik verpacken, weil die Zwiebeln müssen atmen. Wenn sie in Plastik sind, dann geht es schneller, dass sie schimmeln oder faul werden. Und auch direkt beim Einkauf sollte man einfach mal schauen, dass die Zwiebeln schön trocken sind. Sie müssen fest sein. Wenn die sich eindrücken lassen und schon feucht sind, dann sind sie schon halb faul. Und da muss man aufpassen, dann sollte man die Zwiebel auch nicht mehr verwenden. Jetzt kommen wir natürlich auch noch gleich darauf zu sprechen, wie man die Zwiebel wirklich verwenden kann, was es für tolle Rezepte gibt. Du hast uns was mitgebracht oder hast von was berichtet, dem Zwiebel-Meerrettich-Aufstrich. Ja, es schmeckt wirklich nicht. Ich bringe immer leckere Sachen mit. Ja. Das ist jetzt nichts, was wirklich lecker ist. Aber wenn man einfach so einen Aufstrich macht, das ist natürlich Antibiotika. Ich habe hier einfach mal so ein paar rote Zwiebeln zubereitet. Dazu gebe ich so ein bisschen Meerrettich. Der ist auch richtig scharf natürlich. Und für extra Vitamine noch so einen Löffel Honig dazu. Ui. Und das Ganze wird dann einfach vermatscht. Anders kann man es gar nicht nennen. Ja. Und das lässt man dann so ein bisschen einwirken. Die Zwiebel zieht durch den Honig und den Meerrettich relativ schnell Feuchtigkeit. Und wenn man das Ganze dann auf eine Scheibe Toast gibt und davon mal so zwei Scheiben abends isst, das ist besser als jedes Antibiotika aus der Apotheke. Was ist das für eine Wirkung? Man riecht es. Man hat die ätherischen Öle der Zwiebel, von dem Meerrettich das Gesunde. Der Honig hat natürlich auch viele Vitamine und auch für die Stimme, der legt sich auf die Stimmbänder und schont die. Meinst du, so kommen wir fit durch die Karnevalszeit? Also ich muss wirklich sagen, ich esse es nicht gerne, aber wenn ich richtig krank bin, dann davon das zwei, drei Tage lang, dann geht es einem wirklich bei der schlimmsten Erkältung wieder gut. Ich probiere mal einen Löffel. Während ich würde es nicht pur essen, es ist wirklich richtig scharf. Ich probiere es mal. Komm, Experiment. Und, währenddessen ich das probiere, kannst du uns noch mal erzählen, in welchem Gericht die Zwiebel denn wirklich die Hauptrolle spielt? Da gibt es ja einen Klassiker, den kennt jeder, genau, oder? Ich habe den wirklich einen Klassiker mitgebracht und der ist jetzt im Gegensatz zu dem auch richtig, richtig lecker. Der Zwiebelkuchen. Und ich habe keinen ganz normalen mitgebracht, den Zwiebelkuchen, sondern einen, der ist mit Kartoffeln zubereitet. Nämlich der Kartoffelteig. Und um den zuzubereiten, braucht man außer eben den Zwiebeln, braucht man Birnen, braucht man Speck, braucht man Ziegenfrischkäse. Und das Ganze wird dann erstmal wird die Kartoffel abgekocht und man macht aus der Kartoffel und dem Mehl macht man einen schönen Teig. Vorher werden die Zwiebeln noch in der Pfanne angeröstet. Da, wie gesagt, achten, dass sie nur goldbraun werden. Dann eben die zerstampften Kartoffeln zusammen mit dem Eier und dem Mehl rührt man das zu einem Teig auseinander. Man rollt das aus, legt den Teig dann in Tartform rein oder in so eine Rundform, wie ich das hier gemacht habe. Gibt dann die vorher angedünsteten Zwiebeln dazu. Dazu kommt noch so eine Mischung aus Crème fraîche, Eiern und Gewürzen, was dem Ganzen natürlich so eine frische Note noch verleiht. Ja, und dann geht's ans Belegen. Speck drauf auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich eben Birnen und Ziegenfrischkäse, was eben eine schöne süße Variante ist. Und nach einer Dreiviertelstunde im Ofen kommt dann auf die Speckseite, kommt dann noch der Rucola dazu, der eben natürlich da auch eine frische Sache ist dazu. Und dann hatten wir einen leckeren Kuchen in zwei Varianten. Einmal in einer herzhaften und einmal in einer süßen Form. Großartig. Und muss sagen, hier deine Mischung mit dem Meerrettich schmeckt auch gar nicht so schlecht. Also wenn man noch richtig, weiß, ist es gesund. Sie ist richtig scharf und richtig, richtig gesund. Man kann es gut essen. Ja. Wir hauen rein. Weißt du schon, wie es in der nächsten Woche weitergeht? Mit was besuchst du uns in dann? In der nächsten Woche besuche ich lieber Weiberfastnacht. Verschiedene Aktivitäten. Und ich denke, auch bei Center TV steht alles Kopf. Aber danach geht es dann am Valentinstag mit den Rosen weiter und der Sprache der Rosen. Toll, da freue ich mich drauf. Auf Weiberfastnacht natürlich auch, auch wenn wir pausieren. Peter, dann freue ich mich auf in zwei Wochen dir eine schöne Karnevalszeit, kann ich hier schon mal sagen. Aber Dankeschön. Mit den Zwiebeln werden wir die hoffentlich gut überstehen. Wenn die Zuschauer Lust haben, das Ganze noch mal zu Hause nachzukochen, zu backen, dann können sie das natürlich tun. Alle Rezepte und die ganze Sendung finden Sie wie immer unter www.gertrudenhof.info.